Yo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Tobsen und willkommen zu einer weiteren Folge Die Sims 4. Heute werden wir mal hier schön das Haus bauen von mir, von dem Redbeer, von Gamer.at, von Kev. Und da gucken wir einfach mal und ich drücke jetzt mal auf Start. So, auf geht's Leute. Und dann gucken wir erstmal, wo wir einziehen. Hier unten ist ja die ganze Truppe, wir haben 26.000 Budget. Warte, lässt sich bestimmt was machen. Oasis Springs, Newcrest, Willow Creek. Wir gucken mal hier bei Newcrest. Ah, das sind drumherum aber keine Häuser, das ist blöd. Das sind drumherum keine Häuser. Samisuni, oder wie es heißt. Okay. Nee, aber das ist auch blöd. Wir sind zwar Apartments und was auch immer, aber wir wollen ja ein Haus bauen. Gehen wir nochmal raus. Willow Creek. Wir gucken einfach mal in Willow Creek. Ah, da können wir auf jeden Fall ein Haus bauen. Und ich würde mal sagen... Ah, das nicht. Welches Grundstück nehmen wir denn einfach mal? Was haben wir denn hier? Dieses Grundstück kann nicht gekauft werden, bla bla bla. Und da ist der Park. Also hier können wir nichts von holen. Wir bauen eh ein Haus selber. Komm, wir bauen ein Haus selber. Was soll es denn? Und drücken hier unten mal auf Bestätigen. Und haben dann das Gelände gekauft. Haben wir jetzt noch 24.000 zur Verfügung. Aber da müssen wir mal gucken, was wir da so zaubern können. Ein total bescheuertes Haus wahrscheinlich. Aber irgendwann kriegen wir da auf jeden Fall hin. Und es lädt. Ja. Yeah. So. Und wir gehen direkt mal in den Baumodus. Guckt euch mal an, wie Redbeer aussieht. Also das bin ja ich. So. Und Gamer.at, ey. Wie geil. Und der Kev. Ja, Klappe halten, Pause, wir gehen jetzt in den Baumodus. Hört labern auf. So. Was können wir denn hier als erstes... Das sind alles nur Betten, ne? Gestaltete Zimmer, ja. Was haben wir denn hier? Als allererst braucht man natürlich eine Küche. 4000, Traum des... wir nehmen erstmal eine einfache. Wir nehmen erstmal eine einfache Küche. So, da müssen wir ein bisschen rausgehen hier. Und setzen die mal hier hin. Wo haben wir denn die Tür? Da müssen wir mal rüber gucken. Okay, die Tür haben wir da am Rand. Aber wir machen mal ein ganz anderes Haus. Wir machen erstmal hier entlang. So, dann haben wir das Badezimmer. Dann nehmen wir, oh komm, nehmen wir eine Stufe schöner hier. So, zack. Setzen das mal hier hin und drehen das dann noch. Hallo. Nee, ich will nicht das Waschbecken verschieben. Nein, auch nicht den... Oh. Warum wäre denn jetzt die Tür? Ach, hier vorne. Ja, da soll es auch hin. Bewegen. Und tun wir hier neben. Weil wir machen hier einen extra Flur für Küche und Bad. Und machen hier hinten die Räume hin. Das wird total bescheuert. Aber naja. Schlafzimmer. Wir nehmen mal die einfachen. So, Zimmer kaufen. Das ist hier ein Schlafzimmer und da ist die Tür auf der falschen Seite. Ja, moin. Hallo, drehen. Hier, jetzt haben wir die Tür hier. Und setzen da direkt das nächste Schlafzimmer neben. Wir machen erstmal so einzelne Räume für jeden einfach. Das wird total bescheuert. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wir haben nur noch 14.000. Aber wir sind 4 Leute. Mann! Wir müssen einfach alles verkaufen, was davon... Da war doch gerade die Tür. Ah! Mensch! So, jetzt haben wir da 3 Schlafzimmer. Jetzt brauchen wir eigentlich noch ein viertes. Dann haben zumindest schon mal alle ein Schlafzimmer. Das ist eher wie so ein Apartment. Ja. So, dann haben wir hier die... Da ist das. Was brauchen wir denn noch? Ein Wohnzimmer. Für anspruchsvolle... Ja, die kostet aber 10.000 oder was. Können wir uns auch nicht leisten. Modernes, zeitlose Tradition. Kunst der Unterhaltung. Hier, kosmischer Kontakt. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Fernseher und so drin. Wir gehen mal auf Zimmer kaufen und sind wahrscheinlich dann schon fast pleite.
Ja. Das ist echt super schlau. Wo haben wir denn? Haben wir da die Tür? Also eine Riesentür, okay. Oh, das ist ein Haus, das ist echt unglaublich. Und jetzt müssen wir nur Wände einziehen. Machen wir einmal hier so. So, das darüber. Das setzen wir jetzt hier hin. Das hier. So. Aber jetzt müssen wir ja noch da hinten rüber. Nee, die wollte ich doch... Wie kann ich denn jetzt... Mann. Nein, nicht planieren. Ich will nur was löschen. Design. Hallo. So, wir drehen. Mach hier einfach noch weiter eine Wand. So. So haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Und da draußen ist einfach eine Wand, die man nicht braucht. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Nehmen hier diese Tür. Und die machen wir als Eingangstür dahin. So. Und wir haben noch nicht mal Beleuchtung. Ah! Suchen, suchen. Lampen. Lampen, 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 Lampen. Nee, was schreibe ich denn da? Lampen. Verschiedene Lampen. Ich will nicht so Lampen. Ich will Lampen, die an der Decke hängen. So 70 eine. Egal, auch wenn die billig sind. So, da, zack, 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 zack. Ist egal, über eine Lampe reinhängen. Hier in dem Flur, da darf auch nicht dunkel sein. Und hier im Bad noch eine. So, ich würde sagen, wir gehen da mal einfach auf live. Und wir haben noch nicht mal einen Weg und da steht einfach eine Mauer im Weg. Oh Gott. Wie kriegen wir die Mauer da weg? Schreib's mal in die Kommentare im nächsten... So geht nach Hause, Leute. Wet Beer? Ja, du sollst auch nach Hause gehen. Ich muss den, damit wir im nächsten nicht pleite sind, muss ich den allen meinen Job zuweisen hier. Da, Karriere, Haushalt. Job suchen. Wen habe ich hier gerade ausgewählt? Ach, den Kev. Ja, du sollst hier einen Job suchen, Mensch. Ja, dann such dir doch einen Job. So, was machen wir denn beim Kev? Politiker. Wir machen beim Kev einfach mal Politiker. So. So, also Kev für Politiker, Leute. Arbeitsaufgabe, Zweck zum Unterstützen wählen. Okay, ja, mach doch einfach, mach. Dann haben wir hier... Haben wir mal den Gamer D, der glücklich ist. Haben wir eigentlich eben eine Küche gemacht? Ich glaube schon. So, Job suchen. Wo auch immer der gerade rumhängt. Auch da draußen. Ja, moin. Und ich laber da irgendeine Scheiße. Hier ist er auf jeden Fall. So, Gamer D, was macht der? Soziale Medien. Bla, 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 PR und zack. Also GamerD macht soziale Medien. Erstellen, soll GamerD ins kalte Wasser springen und die Aufgabe annehmen. Okay. Ja, machen wir es einfach mal. Was labert der da? So, jetzt haben wir hier noch Wet Beer. Für Wet Beer weiß ich direkt, was ich hier mache. Der Karriere einschlagen und jetzt hört er auf zu labern mit dem Gamer D. Mensch. Gott, der hat nur Dollars im Kopf und der fliegen. So, bei Wetbeer nehmen wir Technikguru. Da gleich werden wir bei mir auch machen. Weil da kann man nachher E-Sports und all sowas machen. Deswegen gehen wir da einfach mal rein. Auf jeden Fall gut. Jetzt gehen wir noch auf mich und stellen nochmal genau das gleiche ein. So, Schock. Ich und Red, wir umarmen uns einfach. Ja, moin.
Ja, du sollst dir Job suchen, Tobi TV, Mensch. Und er liest, als würde Whitby lesen. Geheimagent. Ja, moin. Man kann den Job ja auch immer wechseln. So, dann haben wir hier jetzt noch eingestellt, dass wir auch hier erstmal Live-Chat-Berater werden. Ne? Hier erstmal Live-Chat-Berater. Wird auf jeden Fall eine nice Sache. Ich zeig nochmal das Haus von oben. Wir haben hier, also das wird natürlich nur ausgebaut. Wir haben hier ganz hinten die Küche, da müssen wir noch hier einen Gang hin machen. Aber dafür brauchen wir erstmal Kohle und deswegen müssen wir arbeiten. Dann haben wir hier das Badezimmer, was schon recht gut ist. Hier haben wir Fernseher schon alles drin. Da fehlt auch noch eine Anlage, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Und hier für jeden Bett. Da wird natürlich auch noch ausgeweitet, falls hier auch ein paar von uns heiraten. Ne? So, ich würde dann auch sagen, das war es dann auch von der heutigen Aufnahme, beziehungsweise nehme ich hier nach direkt wieder eine Aufnahme auf. Und dann drücken wir hier einfach mal auf Speichern. So, das wird jetzt gespeichert. Dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Das war's jetzt von der Folge, wo wir die Jobs genommen haben und das Haus gebaut haben. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, wie sich die Leute so machen hier, unsere Sims. Und dann sage ich mal, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Turbsen. Und tschüss.